Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, ihr hört es gerade an meiner Stimme. Ich bin ziemlich heiser. Ich habe gerade einen Test gemacht. Also ich bin negativ auf, ihr wisst schon, auf die Kronenerkrankung und so weiter. Ihr wisst natürlich Bescheid. Heute schauen wir uns etwas auf dem Kanal vom lieben iCrimex an, Leute. Wir sehen hier gerade auf seiner Startseite, und zwar gestern hatte nämlich einen Song Release, Leute, einen neuen Song. Er hat schon mal den ein oder anderen Song released und wir haben darauf auch schon reagiert. Heute geht es mal, Leute, um den Song GTA 6 Song GTA Live iCrimex Official Musikvideo. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil der letzte GTA Song, den ich gehört habe, das war ja der von Standard Skill, und ich muss sagen, Real Talk, der ist ja nach Los Angeles damit gegangen, der hat einfach wildeste Szenen damit gedreht. Ich muss sagen, das war wirklich ein ganz hoher Standard, dieser Song, und auch musikalisch war der tatsächlich echt geil, also man konnte sich echt gut anhören. Jetzt gucken wir uns mal, Leute, den Song von iCrimex an und ich bin sehr gespannt, Leute, wir gucken direkt mal rein. Platz 9 in den Trends, lässt sich auf jeden Fall sehen, und ich würde sagen, wir starten mit dem Video und hier sehen wir, Leute, schon den Bentley, Alter, da ist schon der Bentley. Wir gucken rein, ich bin gespannt. Ah, also man sieht schon so am Anfang, wurde so eine Art Graining-Filter, so alter VHS-Kassetten-Style gemacht. Vielleicht so, jetzt sagen wir mal so, weil der Künstler jetzt denkt, er will die Anfänge zeigen. Vielleicht, weiß ich nicht, ist das ein Stilmittel oder sowas. Aber ja, gucken weiter. Digga, einfach eine Yacht. Alter, der hat einfach, Junge, was sehen wir hier? Wir sehen Bentleys, wir sehen Lamborghinis, wir sehen Privatjets, wir sehen eine Yacht. Junge, wo hat er das aufgenommen? Ich habe, glaube ich, aus Quellen gehört, ich glaube, wir haben ja andere, wie soll man sagen, ich glaube, einige haben gemeint, ich glaube, er hat es in Malta aufgenommen und dort sich eine Yacht gemietet. Ich weiß nicht ganz, ob das stimmt, aber das, Leute, einfach ganz anders. Vor allem, das ist einfach dieser GTA-Lifestyle, ne? Dieser reiche Lifestyle, einfach GTA in Real-Life-Leben. Weißt du, das hat sich Max tatsächlich auch erarbeitet in den letzten Jahren, seitdem er gearbeitet hat und seitdem er YouTube macht. Let's go. Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil, ist auch schick. Währenddessen matchen meine Autos mit meinem Outfit. Yeah, das eine Auto englisch, das andere italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht's nicht, nein. Und heute. Kultureller geht's nicht, Alter, geil. Hey, hört sich gut an. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Max plötzlich Rapper wird, aber. Hört sich gut an. Sehen Sie nur das Highlight. Doch ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, ohne mein Fleiß. Ey, darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. 50.000 Finger durch den Werbespot. Du musst nicht nur reden, sondern leben wie ein Hustler. Neue Zeit, heute hole ich den BMW für Papa. Yeah, ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es eng, so wie auf Draht sein. Jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Okay, das war also der erste Part. Ja, nice. Also auch von den Texten, man merkt so wirklich, er hat sich echt Gedanken gemacht. Und, Digga, also er hat sich das alles self-made aufgebaut. Das muss man einfach Real Talk sagen. Ich glaube, jetzt kommt die Hook. Und da sehen wir, glaube ich, diesen Kerem, den wir in seinem Karem oder Kerem, wie der heißt. Der war in seinem 2-Millionen-Abonnenten-Song drin. Da erinnere ich mich noch dran. Der hat eine nice Stimme. Und jetzt hören wir uns mal die Hook an. Wenn man lebt, was man rappt. Digga, geil. Also, wirklich. Nice. Also, das hört sich schon geil an. Doch, wenn man sich das nochmal so im Kopf durchhört, ja, geil. Diesen Traum habe ich Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Also gib niemals auf, du schaffst es auch, mein Freund. Denn man hört auf zu leben, hört man auf zu träumen. Es ist egal, wie oft du fällst, Hauptsache du gibst. Wow, warte mal kurz. Wo ist der Part aufgenommen? Wo ist dieser Part aufgenommen? Man sieht, das sind Hochhäuser. Keine Ahnung, wo das ist. Es könnte auch Frankfurt sein. Könnte das Frankfurt sein? Weil da gibt es ja auch so Hochhäuser. Ich glaube, das ist ein Hotel in Frankfurt, oder? Weil da könnte ich mir auch vorstellen, da kann man gute Szenen drehen. Aber geiles Hotel, geiler Ausblick. Solche Städte würde ich mir mehr in Deutschland wünschen. So mehr so Liberty City Style oder Los Angeles Style. Aber geil.
Ich muss aber sagen, Leute, in diesem Video steckt so viel Budget. Ich glaube, da hat er richtig reingecashed. Ich meine, wenn er sich eine Yacht gemietet hat, der Privatjet, keine Ahnung, der könnte auch vielleicht Gene gehören oder so, der auch im Musikvideo ist. Aber da ist, also dieses Musikvideo kannst du nicht einfach so drehen. Da kannst du nicht im Greenscreen machen und so. Da musst du schon wirklich, da muss das alles echt, Leute. Die Rolex ist echt, die Autos sind echt, die Yacht, dieses Privatjet, Hotel auch natürlich echt. Aber geil. Also ich weiß nicht, wie viel er da rein investiert hat in das Musikvideo, aber ich kann sagen, mindestens 50.000 oder so. Safe, locker, Minimum. Wenn nicht sogar mehr. Weil ich ja weiß nicht, was kostet eine Yacht, wenn man sich das für ein paar Stunden für einen Videodreh aufbietet. Und auch die Kette, Leute, die er sich hier gemacht hat, ne? Diese Iced Out, ich glaube Weißgold-Kette oder so mit iCrimex-Aufschritt. Custom-made, Leute, einfach custom geschmiedet. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Aber ich kann mir denken, auch mindestens 20.000 vielleicht. Auf zum Fallen gehört auch Mut, will, dass du auf dich vertraust. So oft wird mir gesagt, Max, der Weg wird zu steinig. Dafür gehe ich in Rente mit 30. Du weißt, du lebst nur einmal, sag mir, wann du's checkst. Spring vom Bett in den Lambo und vom Lambo ins Bett. Der Tag beginnt, nachdem ich 9 Stunden geschlafen hab. Heute krieg ich mehr DMs am Tag, als Deutschland Filialen hat. Ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es eng, so wie auf Draht sein. Jetzt geh ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Also, Real Talk, jetzt wo ich den Part normal höre, der Song, ich finde den nochmal nicer als den 2-Millionen-Song. Weil der hat so rhythmische Parts und so und den lässt sich wirklich echt easy hören. Der gibt einen so gute Vibes, also da kriegst du gute Laune, wenn du den hörst. Bei dem anderen Song, das war halt so seine Geschichte, ne? Die gesamte Geschichte hört man sich dann ein paar Mal an. Aber den Song, den kannst du auch theoretisch im Radio hören. Okay, ist jetzt vielleicht, weiß nicht, übertrieben gesagt, aber der ist gut abgemischt, das Musikvideo ist top. Unterscheidet sich, glaube ich, kaum von jetzt so ganz großen Musikvideos. Ich würde vielleicht sogar dieses Musikvideo höher setzen, weil man sieht ja einfach, wie viel da investiert wurde, wie viel sich dabei gedacht wurde. Und jetzt, Leute, bevor ihr euch fragt, im Text sagt er ja, dafür gehe ich in Rente mit 30, ne? Eigentlich kann er jetzt schon in Rente gehen, weil nicht, dass viele sagen in den Kommentaren, ja, man hört so etwa mit 30 auf oder so mit YouTube. Ich glaube, er hat öfters in den Reactions schon gesagt, dass er so lange YouTube macht, wie ihm das Spaß macht, wie lange er Bock hat. Und das eigentlich kann es sein, dass er vielleicht sogar so lange YouTube macht, bis er Kinder hat. Vielleicht zeigt es seinen Kindern oder so etwas oder Enkelkindern. Real Talk, für mich gibt es auch keinen Grund aufzuhören, solange das Spaß macht, solange man dadurch gut verdient und solange man sich seine Arbeitszeiten selber einteilen kann, ist es einfach das Geilste, was man machen kann. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen, es kommt immer so auf einen gewissen Bereich an, kann das Ganze auch eine psychische Belastung sein, dieser Job, würde ich mal sagen. Es ist ein Job, Leute. Selbstständig sein ist der härteste Job, den es überhaupt gibt. Da könnt ihr mir nichts sagen oder so. Aber es könnte auch die härteste Job sein, aber auch die größte Erlösung, weil man sich die finanzielle Freiheit, die man sonst in einer Festanstellung nicht schaffen kann, dort schaffen kann, weil du kannst hier bei einer Selbstständigkeit, kannst du einfach skalieren. Du kannst unendlich hoch skalieren, vor allem wenn du Sachen im Internet machst. Und ja, jetzt gönnen wir uns heute die zweite Hook, let's go. Das könnte schon Malta sein, oder? Das könnte schon so Malta-Küsten sein. Und die Yacht, Digga. Geil. Wie heißt das Ding? Digajet. Digajet. Ist das... Was ist denn Digajet? Ist das der Name von dem Flugzeug? Ich guck mal selber nach, Leute. Was ist denn der Digajet? Digajet GmbH. Okay. Das ist... okay. Fluggesellschaft. Sie möchten einen Privatflug buchen. Ah, okay, das. Also ist gebucht. Ist gebuchte Yacht, Leute. Gebuchter Jet. Jetzt muss ich aber sagen, wo ich den Bentley nochmal sehe, ich habe am Anfang den wirklich vom Optischen nicht so gemocht. Aber ich habe mich dran gewöhnt und jetzt muss ich tatsächlich sagen, der Wagen sieht elegant aus. Der Wagen sieht nicht nur von optischen außen elegant aus. Auch, Leute, das muss man Max sagen, wenn du das siehst. Weiß ist die geilste Farbe für Autos. Punkt, Ende, aus. Es ist die schönste Farbe. Es ist, auch wenn ihr sagt, weiß ist keine Farbe, Leute. Mein Auto ist weiß und ich werde mir so oft weiße Autos holen, wie es zu den Autos passt. Bei Lamborghini, oh Leute, so ein Lamborghini in weiß, das wäre auch geil, okay? Aber ja, wie gesagt,
Weiß ist nice, kann man sagen. Yo. So, damit ist der Song beendet. Hier, da ist die Geldtasche, Leute, von den GTA heißt, ne? Glaubt ihr etwa, dass Max so viel Geld machen würde durch YouTube? Alter, vergiss es. Das war vom letzten Banküberfall aus GTA, ja? Der ist gerade zu Los Santos geflogen. Das hier ist sein Fluchtfahrzeug, Fluchtjet. Denkt ihr alle, das wäre hier irgendwie so, der hätte sich das erarbeitet? Nee, Digga, da ist das ganze Geld drin. Da ist das Geld und Gold aus der Bank. Spaß, okay. Aber ja. Geil. Nice. Ja, nice. Und jetzt überall erhältlich, Leute. iTunes, YouTube, Spotify, Amazon, Google Play. Bei mir zu Hause, auf dem DJ, in der Nähe, überall. Ja, Leute, bei mir reicht es definitiv noch nicht, um so etwas, also keine Ahnung, ich weiß wirklich gesagt nicht, wie viel sowas kostet. Ich versuche meine Sachen auch, soweit ich weiß, soweit ich kann, anzusparen, anzulegen. Und ja, ich versuche auch diesen Style. Versuche ich mal auch. Hey. Irgendwann ist es auch soweit. Keine Ahnung, 5 Jahre kann ich das auch so vielleicht. Aber ja, wirklich, ich muss sagen, der Song hat echt gute Laune gemacht. Also Real Talk, ich fand den entspannt zu hören. Ich finde die Hook sehr nice. Es ist ein family-friendly Song auch. Also theoretisch auch radiogerecht. Warum kann man den nicht im Radio spielen? Sehr nice, ja. Würde ich sagen, hat mir gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Song sagt. Ich finde ihn auf jeden Fall, ich würde 9 von 10 sagen. 9 von 10. Wenn ich so den Song vergleichen würde mit Standard-Skills-Song, dann, ich würde den hier von der Qualität her vielleicht ein bisschen hervorheben. Da gab es aber auch viele Settings. Bei Standard-Skill, Alter, wenn ihr euch den Song nochmal anguckt, da gab es ja auch hier Tänzerinnen und so auf dem Dach in der Nacht in Los Angeles, also wirklich Los Santos Location und so. Das gab es jetzt hier nicht. Hier gab es zum Beispiel, glaube ich mal, ich denke mal, das war Frankfurt, vielleicht eine Anlehnung an Liberty City oder Los Santos, aber trotzdem geil. Ich finde den hier, sage ich mal, luxuriöser und bei Stani, Alter, der Song, der hat so mehr diese GTA-Vibes, weil du hast auch diese Minimap und so gesehen. Aber ja, geiler Song. Wir sehen uns auf jeden Fall heute im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass meine Stimme dann morgen besser geht. Ich habe jetzt schon deutlich weniger Halsschmerzen beim Reden. Und ja, deswegen, Leute, spreche ich erstmal so. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.